Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum zweiten Teil der kleinen Webinarreihe Einführung in die Handels- und Analysesoftware ATAS. Und den zweiten Teil machen wir natürlich an der Stelle wieder mit dem ATAS-Experte Michael Burgstaller. Ich freue mich, dass er heute wieder mit dabei ist. Und mein Name ist Nelson Cardoso-Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und freue mich, dass Sie ebenfalls heute wieder live dabei sind. Wir werden natürlich an dem ersten Teil anknüpfen und ich werde gleich auch den Link zur Aufzeichnung mal in den Chat reinstellen. Können Sie sich dann entsprechend nach dem heutigen Webinar auch nochmal anschauen. Aber bevor ich an den Michael den Bildschirm übertrage, müssen wir wie immer kurz über den Risikohinweis sprechen, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Ja? Gut, dann, lieber Michael, übertrage ich sehr gerne den Bildschirm. Ich bin im Hintergrund, du sagst Bescheid, wenn ich die Fragen dann entsprechend weiterleiten darf und wünsche viel Spaß und viel Erfolg. So, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ja. Sehr gut. Das ist eben der zweite Teil heute. Im ersten Teil haben wir kurz die Module überflogen, was es alles so in der Plattform gibt, was man alles so machen kann. Und für das heutige Webinar haben wir überlegt, dass wir uns anschauen, was sind Filter? In der ganzen Plattform und in allen möglichen Indikatoren und Modulen gibt es eben Filtersetzungen. Und ich kriege immer wieder E-Mails, was wären denn Filtern für das Instrument, was sind die optimalen Filter, was sind Filter überhaupt? Und ich habe mir gedacht, wir schauen uns heute anhand einiger Beispiele an, was Filter sind und wie man Filter verwendet. Und ich möchte euch auch bitten, allgemein alle Fragen gleich einmal zu stellen, immer zwischendrin ins Webinar. Der Nelson wird mir die dann weiterleiten und ich versuche, die so gut wie möglich zu beantworten. Als allererstes würde ich gern mit dem Cluster Search Indikator anfangen. Und wir nehmen einen beliebigen Markt, nehmen wir den S&P 500. Der Cluster Search Indikator, ich habe das im folgenden Webinar kurz angeschnitten, ist quasi der Google fürs Trading. Ja. Der Cluster Search Indikator lässt euch auf jeden Preis und in jeder Kerze nach Informationen suchen via Filter. Und jetzt werden wir dann gleich drauf kommen, was Filter sind und wie man sie setzt. Ja. Gut, dazu laden wir mal den Cluster Search Indikator rein. So, der ist jetzt im Prinzip in den Chart geladen und das erste, was uns der Cluster Search Indikator fragt, ist natürlich, nach welcher Kalkulation soll er denn rechnen? Und da haben wir dann natürlich schon das erste Problem für die meisten, die sich noch nie damit beschäftigt haben, es sind Filter zu setzen. Und jetzt kommt es natürlich komplett darauf an, was der Händler suchen möchte. Wir haben deswegen die Filter in dieser Software, damit wir uns flexibel an den Markt anpassen können und eben die Filtersetzung so wählen für das, was wir eben suchen. Und wenn man jetzt zum Beispiel große Trades sucht, ja, dann muss man den minimalen Filter im Prinzip so setzen, dass er mir dann ausschlägt, wenn großes Volumen in den Markt kommt. Ja. Also ich habe jetzt einmal testweise auf 5000 gestellt und der Cluster Search Indikator markiert mir sofort die Punkte im Markt, wo mehr wie 5000 Volumen gedreht worden sind. Ja. Wenn man dann aufzieht und in den Footprint-Modus geht, dann sieht man genau die Preisbereiche, die eben mehr wie 5000 Kontrakte gedreht haben. Und jetzt kommt es eben drauf an. Im Cluster Search Indikator hat man die Möglichkeit, diese 5000 Stück, ich werde es am Footprint kurz so umstellen, damit wir sehen, was da los ist. Könnt ihr den Chart gut sehen? Ich hoffe schon. Ja, alles gut. So. Und jetzt sieht man das. Ich werde das jetzt ein bisschen groß ziehen, damit man auch sehen, was da los ist. Und wir sehen hier, dass eben dieser Preis
Das war heute die 4227,25 am S&P 500 über diese 5000 Kontrakte, die wir in dem Filter definiert haben. Hier wird mir markiert. Ja. Und man hat halt jetzt mehrere Möglichkeiten, diesen Filter noch zu verfeinern. Angenommen, ich gehe jetzt kurz mal testweise auf den FDAX. Der FDAX ist relativ ein dünner Markt, der was sich viel bewegt. Ja. Und wenn ich jetzt im FDAX zum Beispiel große Volumenbereiche suchen möchte, ja, dann gehe ich her und passe mir mal den Filter auf den Markt an. Also die 5000 werden wir am FDAX so gut wie nie ausschlagen. Ja. Also wir haben hier 178, 220, machen wir mal 180. Dann zeigt mir der Cluster Search in dem Fall jetzt am FDAX relativ groß. Und weil das eben ein dünner Markt ist und der Markt sehr weitläufig ist, kann es natürlich passieren, dass ich mit meinem Volumengesuche nicht wirklich zu meinem Ergebnis komme, wo ich hin möchte. Ja. Und dann kann ich mir das noch optimieren und kann sagen, ich möchte diese 180, die ich jetzt definiert habe, die Preise hier, seht, die sind alle über 180. Ich möchte aber, dass er mir das auf zwei Preisen kalkuliert. Ja, ich stelle das schnell um, damit ihr das gut sehen könnt. Ich habe jetzt die Price Range im Prinzip auf zwei angehoben. Das heißt, überall, wo auf zwei Preisen die 180 sind, plottet er mir jetzt als in dem Fall großen Trade, ja, in dieser Annahme. Und jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen, ich gehe diesen Wert auf 250 oder auf 300. Was mache ich hiermit? Hiermit mache ich nichts anderes, als wie ich glätte den Markt. Ich glätte den Markt volumenmäßig. Ich sage jetzt da, ich möchte mindestens zwei Preise haben, wo diese 300 erreicht werden, anstatt einen Preis, wo nur 150 oder 180 erreicht werden. Somit habe ich eine schönere Zonenbildung. Ja. Man sieht das hier schön. Volumenzone. Volumenzone. Ja, also mit diesen Tricks kann man sich helfen, auch in einem illiquiden Markt Volumencluster zu definieren und zu suchen und zu finden. Ja, und das hat halt alles mit dem Filter zu tun. Wenn ich die Price Range oder wenn ich jetzt auf 150 wäre, ja, und mit einer Price Range von 1, dann bekomme ich mehr Rauschen in den Markt. Dann sehe ich natürlich hier mal einen, hier ein bisschen ein Cluster, hier einen zwischendrinnen, hier einen zwischendrinnen. Also das hilft uns meistens nichts. Ja. Wir wollen ja meistens zumindest möglichst die Bereiche finden, wo viel gedreht wird. Ja. Darum geht es ja in dem ganzen Volumenthema. Und da tue ich mir halt leichter, wenn ich den eben, wie gesagt, in der Price Range anhebe. Das heißt, er möchte zwei Preise haben zu 150 und die erhöhen wir um das Doppelte. Jetzt habe ich meine Preisbereiche in dem Fall, Groschen nicht mehr zwischendrin. Und ich finde, das ist so ein kleiner Trick, den was man halt anwenden kann, um eben Zonen zu finden, die hohes Volumen haben. Ja. Der Cluster Search kann noch mehr. Das werden wir uns ganz kurz noch anschauen. Es ist nämlich so, ich kann hier nicht nur den Filter setzen, ich kann mir dann weiterläufende Filter genauso setzen. Ich kann sagen, ich möchte das nicht nur auf zwei Preisen haben, ich möchte das am gleichen Preis auf zwei Kerzen haben, zum Beispiel diese 300. Dann muss ich die Bars Range erweitern. Dann rechnet er mir nicht nur horizontal, sondern auch vertikal zusammen zwei Kerzen und zwei Preise, und wenn über 300 geschieht in diesem Bereich, dann markiert er mir das. Ja, ich kann mir auch definieren, wenn ich dann zum Beispiel, ich zoome mal kurz raus. Ja. Wenn ich Bereiche suche, zum Beispiel in Lunden, wo zum Beispiel hohes Volumen nur in Lunden vorkommt, ich zoome da kurz mal rein, dann kann ich den Cluster Search Indikator in diesem Fall so definieren, dass er mir von der Preislocation her sagt, nur im Upper Wick, das heißt nur im oberen Docht, dann fallen zum Beispiel die Bereiche im Kerzenkörper raus. Ja.
Also das kann ich auch noch definieren und natürlich, ich kann mir die Zeit filtrieren. Das heißt, vor allem am S&P 500 hat man natürlich am Vormittag ganz andere Volumenwerte wie am Nachmittag, wenn die Amerikaner kommen. Und ich kann mir letztendlich so viele Cluster-Search-Indikatoren hier reinladen in den Chart und dann von den Zeiten her definieren, von den Filtern her definieren und so weiter und so fort. Und was hier noch dazu kommt, ich kann mir auch einen Delta-Filter setzen. Ja. Ich kann sagen, ich möchte das Volumen sehen, diese 300, definiert jetzt in dem Fall auf zwei Preisen, aber nur wenn das Delta mindestens positiv 10 ist, zum Beispiel. Ja. Und somit kann man sich hier zum Beispiel Filter konstruieren, die einen anzeigen, ob zum Beispiel abverkauft worden ist mit viel Verkaufsvolumen. Der Markt aber dann dreht. Das heißt, wir haben negatives Delta und der Markt dreht trotzdem in das Positive vom Preis rein. Und so Sachen kann man sich eben mit dem Cluster Search Indikator konstruieren. Ja, es ist wie gesagt nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was möglich ist. Gibt es dazu Fragen von eurer Seite? Zu dem Thema aktuell nicht. Zu dem Hier Thema kommt eine. nicht. Gibt es andere Fragen? Dann mache ich den zwischendurch. Hier wird gefragt, muss man die Timezones und das Settings entsprechend manuell anpassen? Die Timezones sollte man anpassen und das sollte man deswegen manuell machen, weil es eben Händler gibt, die haben hier halt gerne im Chart die Lokalzeit, ja, so wie bei mir. Bei mir ist es jetzt da 18:10 Uhr, hier im Chart ist es 17:10 Uhr. Ich müsste, um die Lokalzeit zu erreichen, plus 1 definieren. Und dann gibt es aber auch gern Händler, die haben dann halt eben gern die Börsenzeit vor Ort, gern im Chart, ja, und die müssen halt dementsprechend minus eingeben. Dann zum anderen Thema wurde gefragt, ob Low-Volume-Nodes automatisch markiert werden können. Naja, natürlich geht das. Ich kann mir hier ja den Minimum- und den Maximum-Filter setzen. Ja? Das heißt, wenn jetzt sind wir im F-DAX, wir haben ein Minimalvolumen für die Low-Volume-Node von einem Kontrakt. Ja? Und dann muss man für sich definieren, was ist ein Low-Volume-Node in einem bestimmten Markt. Und ich sage mal, Low Volume Nodes sind 1 bis 5 Kontrakte, würde ich jetzt einmal behaupten. Ja. Und dann markiert der mir das. Dann kann ich mir eben Low Volume Nodes markieren. Das heißt, das ist eben genau dieses Spiel mit den Filtern. Ja. Okay. Ein Teilnehmer bittet darum, auf Vollbild zu schalten. Wird erledigt. Ist nicht groß genug. Dann war noch eine Frage. Beim Fixed TPO in Profile kann die Period bis maximal Custom gewählt werden. Dieses ist von den geladenen Tagen abhängig. Wie kann ich ein Volumenprofil wählen, das unabhängig von den geladenen Tagen Jahre zurückreicht? Jahre zurückreicht, dann hat man die Möglichkeit, den Continuous-Kontrakt zu wählen. Ich zeige euch das kurz her. So. Man hat hier in den Settings, in den Common Settings, die Möglichkeit, dass den Continuous-Kontrakt, wenn man den öffnet, ja, umzustellen auf All Period. Das heißt, wenn man das umstellt auf All Period, ist das Kontraktvolumen des Profils die gesamte Historie des Continuous-Kontraktes. Ja, so wie es jetzt standardmäßig eingestellt ist, ist der Continuous Profile Current Contract. Das heißt, ich mache den Continuous auf und wenn ich dann auf Kontraktvolumen gehe, sehe ich vom aktuellen Kontrakt das Volumen. Wenn ich das eben umstelle auf All Period und das Kontraktvolumen dann anzeigen lasse im Continuous-Kontrakt, dann wird alles angezeigt, was im Continuous-Kontrakt vorhanden ist. Ja. Das kann man setzen. Die zweite Möglichkeit ist eben diese, dass man im Chart hergeht und eben diesen als Fixed TPO and Profile setzt und eben die Zeit auf Custom stellt im Profil und dann hat man einen Start und einen Endpunkt, den man setzen kann und den kann man beliebig schieben.
Ja, das heißt, ich bin da jetzt zwar im 5-Minuten-Chart, aber man kann das am Tageschart genauso machen. Man kann sich hier dann einen Start und einen Endpunkt definieren und das Profil links berechnet es genau. Das sind eben die zwei Möglichkeiten, die man hat dafür. Dann noch eine Frage und dann haben wir soweit auch alle. Da ich nach Hardcore-Daten trade, ist eine langfristige Betrachtung wichtig. Durch das Rollen der Kontrakte entstehen Kurslücken. Wie kann ich einen adjustierten Chart abrufen? Du kannst in Atlas den Continuous-Kontrakt abrufen, so wie er ist. Da entstehen normalerweise nur bedingt Kurslücken, weil wir ja das Volumen auf die Preise bringen müssen. Ja, das heißt, wir müssen die mit unserem Algorithmus adjustieren und schauen, dass die Preise und die Volumen von jedem Kontrakt zusammenpassen, weil sonst könntest du ja keinen 3-Monats-Profil vom Volumen her erstellen, wenn ich die Kontrakte nur aneinanderreihe und nicht adjustiere. Ja. Also das passiert bei uns im Hintergrund und bei uns wechselt im Continuous-Kontrakt der Kontrakt erst, wenn im Folgekontrakt mehr Volumen gedreht wird wie im aktuellen Kontrakt. Oder eben zum Rolldatum, ja, spätestens. Nur wenn zum Beispiel 5 Tage vorher im Folgekontrakt schon mehr Volumen gedreht wird, geht Atlas her und reiht diesen Folgekontrakt in den Continuous-Kontrakt rein, so dass man immer an dem Kontrakt ist, der das meiste Volumen dreht und dass immer die komplette Historie volumentechnisch zusammenpasst. Okay, super. Kannst gerne weitermachen. So ein kleiner Wink am Rande, unser COD-Indikator für Code-Daten ist im Beta-Test. Ja. Also wir werden in Kürze das für alle Kunden gratis zur Verfügung stellen, dass eine komplette COD-Suite in Atlas verfügbar ist mit den Indikatoren, die man halt eben braucht dafür. So, das war jetzt ein ganz kurzer Schweif in das Thema Cluster Search und Filter. Und es geht ja noch weiter. Ja. Ich werde jetzt kurz zu Demo-Zwecken auf einen schnelleren Chart wechseln und für das nehmen wir einen 10-Sekunden-Chart her am F-DAX, weil wir werden wieder filtern. Und zwar sehr oft gefragt wird oder angefragt wird bei mir, der Kunde verwendet Dome-Levels als Indikator, aber er sieht ja nichts. Das hat was mit den Filtern zu tun. Und zwar ist es so, wenn ich Dome Levels ist die Heatmap von Atlas. Und hier als erstes definiert man mal, wie soll die Heatmap ausschauen. Ja. Und dann muss man dieser Heatmap natürlich sagen, ab welchem Volumen fängst du an zu rechnen. Standardmäßig ist 100 eingestellt. 100 ist natürlich für diesen Markt weit zu viel. Ja. Wenn wir hier reinschauen, jetzt in das Orderbuch, wir haben hier im Schnitt 9, 10, 11, 12, 13, 14, ja, 15 bis 20 Kontrakte. Das heißt, ich muss meinen Dome-Levels-Indikator natürlich sagen, ab wann fängt dann an zu rechnen. Und in dem Fall, weil das so klein ist, das Buch, kann ich sagen, macht es doch ab einem. So. Und Atlas geht jetzt her und schreibt im Prinzip die Bewegung mit. Ja, also eine klassische Heatmap. Und man sieht gleich, hier unten wird das gleich aktiv und es ist rot, weil wir haben hier unten richtig viel Volumen drinnen für den F-DAX. Da stehen jetzt 83 Stücke drin. Und ja, und wenn ich den Filter, ich gehe jetzt noch ein bisschen weiter runter auf 5 Sekunden, dass wir ein bisschen Bewegung reinkriegen. Wenn ich den Filter natürlich irgendwo jetzt definiere bei 20, ja, bei 20, dann kommt wirklich nur das in die Heatmap, was 20 oder mehr Stücke drinnen hat im Markt. Und das sind jetzt in dem Fall nur zwei Preise. Das sind unten die 83 und oben die 20. Macht wenig Sinn, wenn man eine Heatmap haben möchte. Ja, macht das wenig Sinn. Wenn ich zum Beispiel die Heatmap missbrauche und sage, ich möchte am 5-Minuten-Chart eingezeichnet haben, wenn irgendwo große Limits in den Markt liegen, dann kann ich mir das so definieren, dass ich sage, zuerst muss ich wissen, was ist groß für ein F-DAX. Ja? Und erfahrungsmäßig die letzten 2 Jahre war es so, alles, was über 25, 30, 35 ist, ist relativ groß. Ja? Und dann gebe ich eben ein, in dem Fall 35 und sage hier aber auch gleich, Maximal Volume Filter. Das heißt, ab wann zeichnet mir Atlas das sowieso machen wir es nochmal
knallrot und nochmal rot, zeichnet mir das Atlas als rot ein. Und hier sage ich natürlich auch 35, weil ich möchte alles haben, was 35 ist. Und höher ist für mich definiert ein großes Volumen im Buch. Ja? Und somit habe ich das definiert. Und das zeichnet mir Atlas jetzt mit. In dem Fall sind es halt alle 5 Sekunden, zeichnet er mir das mit. Aber ich kann das auch im 5-Minuten-Chart so verwenden und habe dann eben im 5-Minuten-Chart meine Bereiche, wo zum Beispiel öfters mal große Limit-Order-Anhäufungen sitzen. Und das können natürlich gute Widerstände und Support-Bereiche sein. Ja? Also das haben wir schon öfters beobachtet. Dann sind das meistens 2, 3 untereinander und es ist dann recht hübsch, wenn man so einen 5-Minuten-Chart hat, diese Information. Ja. Diese Information gibt es nicht rückwirkend, das heißt, das Ding muss mitlaufen über die Session. Ja. Also wir haben keine historischen Daten für Orderbuchdaten, das gibt es nicht. Noch zumindest. Und somit wird eben über die Filtereinstellung hier mir in dem Chart rot eingezeichnet, dass hier viele Leute sitzen, also mehr wie 35, in dem Fall 83. So kann man das natürlich komplett anders verwenden, als wie für das, was es gedacht ist. Weil gedacht ist es ja im Prinzip als Heatmap, ja, die eben den Preisbereich mitschreibt und mir immer zeigt, wo sind wie viele Kontrakte unterwegs. Am S&P 500 schaut das ein bisschen anders aus. Wir können da mal hingehen. Das dauert jetzt kurz, weil ich im 5-Sekunden-Chart bin und die Historie lade. So, was ist jetzt los? Jetzt ist alles rot. Warum ist alles rot? Weil mein Filter für das Maximalvolumen auf 35 gestellt ist. Das passt jetzt zu dem Markt natürlich überhaupt gar nicht mehr. Wir sehen jetzt im Buch zwischen 120, 230 Stück. Da gehen wir mal auf 250. Das ist zu viel. Und hier können wir definieren 300. So. Jetzt haben wir natürlich mehr Orderbuchtiefe im S&P 500 und haben aber schon unsere nette Heatmap, ja, die uns mitschreibt, wann wie viele Stücke im Buch waren. Und jetzt sehen wir gleich sofort die Bereiche, wo eben mehr los ist, ne? Wo mehr Limits drinnen sitzen im Markt. Das ist für die Leute, die was damit arbeiten, es ist wirklich eine tolle Geschichte. Da kann man eben mitschauen, wo kommen Limit-Order dazu, wo werden Limit-Order weggezogen. Also das ist eine ganz interessante Geschichte und läuft wieder alles über Filter. Ja. Man kann natürlich auch hier im Dome Levels, kann man natürlich hier auch noch spielen, wenn man die Filter gesetzt hat. Ja. Im Prinzip kann man sich das dann so auch noch zeigen lassen. Aber wichtig ist nur, wenn man das so haben möchte, wie es jetzt ist hier, dass man nur den Chart sieht und die Bereiche, wo viel los ist, dann lässt man die Heatmap auch ab 300 arbeiten. Ja? Weil dann habe ich meine Levels, ja, die habe ich und Atlas braucht nicht alle Kontrakte von 1 bis 300 durchkalkulieren, wenn man es eben so verwenden möchte, wie wir es da jetzt haben. Ja? Dass man eben sieht, wo viel ist und wenn man die Heatmap braucht, dann muss man eh runter. Ja? Das wäre es jetzt einmal zum Thema Dome Levels und Filtrierung. Das gleiche Thema übrigens, gehen wir mal auf den Stundenchart. Stundenchart S&P 500. Das gleiche Thema zum Beispiel beim Indikator Big Trades. Big Trades geht her und schaut mir eben im Markt nach, wo große Trades getätigt wurden. Ja, sind wir auch schon da. Und hier haben wir halt die Möglichkeit, einen Autofilter zu verwenden. Dieser Autofilter geht halt her und rechnet die letzten Tage durch und schaut, was sind große Trades. Wenn man sich dann mit dem Markt näher beschäftigt und ein bisschen mitschaut, vor allem auch im Volumen, was ist denn groß, was ist denn klein, dann macht man das am besten raus. Und wenn ich dann sage, ich möchte eigentlich nur Volumen-Trades haben, die 200 oder mehr sind, dann definiere ich das eben. Und er dauert dann einen Moment, dann rechnet er mir das durch und schaut mir, wo die mit 200 sind. Also wieder, wir filtern, wir definieren, was wir sehen wollen mit dem Filter. Ja. Das gleiche im Smart Tape. Ja. Smart Tape sehen wir alle Transaktionen, die durchgeführt wurden, Market. Ja.
Also alles, was über Stape läuft, wurde gehandelt. Und hier haben wir halt natürlich, wenn wir das Open haben oder wenn wir die Nachmittagssession haben und es ist richtig viel los, dann wird hier relativ schnell abgearbeitet und es wird unübersichtlich. Ja. Und für die meisten Händler wird es wahrscheinlich nicht interessant sein, was mein Nachbar Josef macht, ob der jetzt einen Kontrakt in den Markt reinhaut oder nicht. Ja. Deswegen gehen wir da wieder in die Settings und dann haben wir eine eigene Kategorie und die heißt Filter. Und da haben wir wieder das gleiche Spiel. Ja. Wir können sagen, dass ich im Tape nur Transaktionen sehen möchte, die von mir aus größer wie 5 Stücke sind. Boom. Und ich sehe in meinem Tape jetzt nur noch Transaktionen größer 5. Das heißt, die kleinste ist hier die 6. Ne? Und hier kann ich mir natürlich dann, wenn ich möchte, verschiedene Tapes basteln mit verschiedenen Filtereinheiten. Also ich probiere das mal klonen. Also hier sehen wir alles ab 5. Ja? Dann mache ich mal ein zweites Tape. Hier sage ich, okay, hier sehe ich dann schon die etwas größeren Jungs, alles ab 50. Und dann sehe ich natürlich, wenn ein Preisbereich angelaufen wird, wer handelt denn in den Preisbereich rein eigentlich? Sind das eigentlich die Kleinen? Ja, dann sehe ich das auf der linken Seite, ab 5. Oder sind das die Großen? Ja, also alles unter 5 sehe ich da nicht. Oder sind es Institutionen oder Händler, die einfach ein bisschen eine größere Hand haben? Und somit kann ich mir das relativ gut anschauen, wenn ich in einen Bereich reinhandle, was passiert in dem Bereich? Ja. In Wirklichkeit müsste ich den Filter hier noch aufs Maximum reduzieren. Das heißt, ich habe hier nur 5 bis 50 und hier alles 50 und größer. Dann ist es korrekt. Ja. Dann kann ich da was ableiten. Also wieder Filter. Wo wir noch Filter haben, also es gibt unzählige Indikatoren in einer Art, wo Filtersetzung ist. Wichtig ist nur, dass man versteht, dass der Filter eben hilft, die Software auf den gegebenen Markt und vor allem auch auf den gegebenen Zeitraum oder auf den Timeframe einzustellen. Ja. Weil natürlich sind Filter, wenn man am Tageschart was sucht, was komplett anderes, als wenn man im 5-Minuten-Chart was sucht. Ja. Wenn man zum Beispiel mit dem DOM arbeitet, hat man im DOM ja auch das Orderbuch. Ja. Und hier habe ich auch die Möglichkeit, ich versuche das ein bisschen größer zu machen, dass ihr das sehen könnt, habe ich in den Settings auch die Möglichkeit, dass ich Filter setze. Ja. Wir haben hier die Bits und die Asks für die Orderbuch-Geschichte. Ja. Und hier haben wir auch die Möglichkeit, Filter zu setzen. Und wenn ich hier einen Filter setze, mache mal 100 und mache den rot. Machen wir 200 und rot und schauen wir, ob wir unter Umständen einen 300er haben, damit wir das gut zeigen können. Ja, haben wir. So. Hier habe ich jetzt den DOM konfiguriert via Filter und ich sehe sofort in rot, auf welchen Preislevels mehr wie 300 sitzen. Ist im Prinzip das gleiche wie hier. Ja. Wenn man mit dem DOM arbeitet, ist es natürlich von Vorteil, wenn man das gleich im Auge hat, wenn irgendwo ein Level ist, jetzt sind es vielleicht 300, aber es kann genauso sein, dass irgendwo 600 sitzen. Ja. Und es ist nicht schlecht, wenn man das sieht. Ja. Also für das gibt es eben an jeder Ecke Filter in Atlas. Wo wir noch Filter haben, das zeige ich auch schnell, weil es auch recht wichtig ist. In unserem ganz normalen Volumenprofil. Ja. Also wir haben hier das tägliche Volumenprofil. Ich mache das ein bisschen größer, dass ihr es sehen könnt. Und hier haben wir natürlich auch die Möglichkeit, Filter zu setzen. Verwenden die wenigsten leider. Aber es ist doch eine recht tolle Geschichte. Stellen wir das schnell ein. Machen wir das so. Und irgendwo da unten sind die Filter versteckt. Filter, dann kann man einschalten. Und da kann ich genauso wieder Minimum und Maximum definieren. Hier kann ich mir, so wie der Kollege gerade gefragt hat vorher, hier kann ich mir eben Low Volume Nodes zum Beispiel definieren. Ja? Das heißt, ich möchte hier, was weiß ich, ich mache es mal kurz rot. So, jetzt haben wir im Volumenprofil gefiltert Preisbereiche, die größer als 10.000 Kontrakte sind. Zum Beispiel, ja, kann man machen. Man kann das natürlich auch mit dem Cluster Search machen. Also in Atlas gibt es immer sehr viele
Möglichkeiten, an das Ziel zu kommen. Aber auch hier haben wir die Möglichkeit zu filtern. Und auch hier können wir das Minimum und das Maximum definieren. Ja. Man kann das auch so weit treiben, dass man sagt, okay, ich möchte im Prinzip das Profil gar nicht sehen. Das Profil interessiert mich gar nicht. Ich möchte nur meine Maximalbereiche sehen. Ja, du kannst sagen, ich mache diese auf Full Lines. Ja, dann wird das Profil schon mal überschrieben. Und dann sage ich einfach, wo ist es denn? Zack, das braucht man nicht. Und okay, ich brauche mein Profil auch nicht. Und dann habe ich auf einmal nur noch die Bereiche definiert in meinem Chart, die eben hochvolumig sind. Ja. Kann man auch verwenden, so das ganze Ding. Dann habe ich im Prinzip hier meinen POC habe ich eingezeichnet und in Rot habe ich eingezeichnet, wo eben mehr wie, ich glaube, ich habe jetzt definiert, 20.000 Kontrakte durchgelaufen sind, auf welchen Preislevels. Ja. Gibt es hierzu Fragen? Gibt es auch andere Fragen? Ja, andere Fragen gibt es auf jeden Fall. Zu den Filtern gibt es erstmal keine Frage. Jetzt, wo du auch beim TPO bist, können wir auch gerne da bleiben, denn hier wurde gefragt, ob du hier auch eine kurze Vorstellung machen könntest. Natürlich. Standardmäßig lädt man in Atlas das TPO, also das klassische TPO-Profile, auf den 30-Minuten-Chart. Ja. So sollte es standardmäßig passieren. Und also ich hoffe, wir reden jetzt vom TPO und nicht vom Volumenprofil. Ja. Jedenfalls ist es so, man stellt hier im Prinzip dann die Kalkulation um auf TPO und man halt eben die Kalkulation in 30-Minuten-Perioden, so wie es im TPO vorgesehen ist. Im TPO haben wir gleich wie im Volumenprofil die Möglichkeit, das Ganze optisch anzupassen. Die Möglichkeit, eben die Farben zu ändern, die Möglichkeit, eine Value Area einzeichnen zu lassen und so weiter und so fort. Der klassische Ansatz für das TPO-Trading und so, wie wir es eigentlich implementiert haben, jetzt haben wir ja den 30-Minuten-Chart, ja, hier. Und wir haben eben die Möglichkeit, dass wir hier den Chart-Modus auf Hidden, also auf Verstecken gehen. Das heißt, ich blende im Prinzip meine Kerzen aus. So, jetzt habe ich im Prinzip, obwohl ich am 30-Minuten-Chart bin, den brauche ich für die gute Kalkulation der 30-Minuten-Perioden, habe ich jetzt TPO-Charts, so wie sie eben klassisch sind, auf Tageschart-Basis, obwohl wir am 30-Minuten-Chart sind. Das ist ein bisschen kompliziert, aber es macht Sinn, weil jede Periode, die da drinnen gerechnet wird, jeder Buchstabe, ich gehe mal rein, fängt ja mit A an, also mit O fürs Open und mit A, B, C, D, E, dann gehen sie mit gleichen Buchstaben weiter für die Nachmittagssession. Und jeder Buchstaben läuft im Prinzip 30 Minuten. Ja. Und der knackige Unterschied zum Volumenprofil ist eben dieser. Ich kann das ja auch zusätzlich einblenden. TPO and Profile. Dann habe ich ja Volumenprofil. Der klassische Unterschied ist eben dieser, dass das TPO auf Zeit kalkuliert. Das heißt, hier wird mit Buchstaben im Prinzip, werden hier die Hügel und die Täler gemalt, je nachdem, wie lang der Preis wo verweilt. Ja. Und am Volumenprofil wird eben der Balken umso größer, umso mehr Kontrakte am Preis gehandelt werden. Ja, also meiner Meinung nach ist es ja heutzutage viel wichtiger zu wissen, wo viel gehandelt wird und nicht, wo der Preis lange steht. Ja, also wenn der Preis jetzt eine Zeit, sagen wir mal 2 Stunden, eine Seitwärtsphase macht, dann wird er halt im TPO-Profile einen Hügel machen. Ja. Aber das TPO-Profile weiß gar nicht, ob in den 2 Stunden überhaupt viel Volumen gedreht wurde oder nicht. Ja, es sind halt so Sachen, es ist Geschmackssache. Ja. Frühjahrszeiten haben sehr viele mit dem TPO gearbeitet. Heute gibt es einige, die damit arbeiten. Auf einigen Future-Märkten funktioniert das auch noch relativ gut. Meiner Meinung nach, und es gibt auch eine Studie im Internet, ich glaube, wenn der nicht von der CME selbst ist, ist eben ein Volumenprofil präziser als ein TPO-Chart. Das ist Fakt. Ja. Wenn man schaut, wie die rechnen und wie das berechnet wird, ist das eben Fakt. Ja. Also das einmal zur Thematik selbst. Ja. Aber nachdem sehr viele von unseren Kunden damit arbeiten, haben wir es halt implementiert. Ja. Ist eine gute Sache. Es gibt Leute, die schwören drauf. Meine Meinung, meine persönliche Meinung jetzt ist, dass das Volumenprofil aussagekräftiger ist als der TPO. Ja. Alleine schon aufgrund der Tatsache, dass es heute
nicht mehr wirklich um Zeit geht. Ja, es sind immer mehr Algorithmen am Markt. Es geht mehr um das gedrehte Volumen. Ich möchte ja wissen, wo viel los ist und nicht, wo der Markt lang gestanden hat. Ja, und somit kann es natürlich sein, dass sich der POC vom TPO-Profile und dem Volumen-Profile deckt. Das heißt, hier ist der Markt am längsten verblieben und hat das meiste Volumen gedreht. Ja, aber es kann dann natürlich auch passieren, so wie hier, dass der POC vom TPO da unten ist, ja, aber das meiste Volumen da oben gedreht wurde. So, und jetzt können wir streiten gehen, welcher Level der bessere ist. Ja. Und so verhält sich es natürlich auch mit der Value Area. Ja, die müssen nicht deckungsgleich sein, weil ja eine komplett unterschiedliche Kalkulation darauf fußt. Ja. So, das war ein kurzer Ausschweif zum TPO. Hättet ihr noch Fragen zum TPO? Dann bitte gerne reinstellen, aktuell nicht. Die nächste Frage wäre, was bedeutet das Plus Minus im Smart Tape? Sehr gute Frage. Kommt öfters. Ich mache es gleich auf. So, laut Definition von unseren Programmierern wirst du ein Plus kriegen und ein Doppelplus und ein Dreifachplus, wenn der Preis höher tradet. Das heißt, ich habe jetzt einen 4.252, ich habe einen Uptick, ich kriege einen Plus, ich habe noch einen Uptick, ich kriege noch einen Plus, ich habe noch einen Uptick, ich kriege noch einen Plus und habe einen Downtick, dann habe ich ein Minus. Dann fängt das wieder von vorne an. Somit kann man im Tape mitschauen, wie die Preisbewegung ist. Das heißt, wir ticken jetzt runter, wir stehen, wir haben raufgetickt, wir haben raufgetickt und wenn der am gleichen Preis, deswegen haben wir ein Plus, wenn wir jetzt einen Preis nach oben gehen, werden wir zwei Plus kriegen. Seht ihr, jetzt haben wir einen Preis nach oben gegangen, haben wir zwei Plus. Das geht so lang, bis irgendwann ein Downtick kommt. Also jetzt sind wir 4203, wir stehen noch immer auf 4203 und jetzt sind wir auf 4275 gefallen, sind wir wieder auf Minus. Jetzt stehen wir wieder auf 4275. Bis wir jetzt einen Downtick machen, dann kriegen wir 2 Minus. So, jetzt haben wir einen Downtick, 2 Minus, haben wir wieder einen Uptick, ein Plus. Also das Ding zählt mit, in Wirklichkeit, das Tape hier, wie weit die Bewegungen nach oben oder nach unten gehen, ohne einen gegengesetzten Tick zu bekommen. Das heißt, wenn ich von einem Plus auf 3 Plus gehe, habe ich natürlich eine Aufwärtsbewegung und dann fängt es wieder bei Minus an, wenn ich einen Downtick habe. Dann stehen wir jetzt wieder die ganze Zeit auf den Preis, wir stehen noch immer auf den Preis, bis sich's wieder dreht. So, jetzt sind wir einen Tick gefallen und dann sind wir gleich wieder einen Tick gestiegen. Und somit kannst du mitschauen, wie viel Druck jetzt am Preis ist in Wirklichkeit. Ne? Du siehst, ob das Ding jetzt die ganze Zeit hin und her geht oder ob ich jetzt da immer mehr Plus kriege und dann ein Abwärtsmomentum kriege. Ne? Das ist zum schnellen Schauen im Tape. Das sagt Plus und Minus aus. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich, weil es ist, ja. Passt das so? Das werden wir gleich erfahren. Bis dahin ist noch eine Frage reingekommen. Hallo, wo kann ich im Doom die Market ausgeführte Order sehen und kann die auch filtern? Kein Moment. Also ich mache das Tape jetzt zu. Ich glaube, das hat gepasst. Ich hoffe halt zumindest. Ja, der Fragesteller hat sich bedankt. Sehr gut. So, Smart Doom. Machen wir auf. Kleiner Moment. So. Ich gehe ganz kurz den Dom durch für die, die was es nicht kennen. Und reduziere den Dom aufs Standard. Ich tue die Profile raus. So. Das ist jetzt ein Standard-Dom. Was sehen wir im Standard-Dom? Wir sehen die Bit-Seite, das heißt, wir sehen hier, was auf der Bit-Seite liegt an Limit-Order. Wir sehen die Ask-Seite, was auf der Ask-Seite liegt an Limit-Order. Wir sehen den aktuellen Preis. Ja, und wir sehen hier in der Mitte, wie viel Market ausgeführt worden ist. Ja, und der Kollege hat gefragt, ob man die Markets filtern kann. Na, die kann ich nicht filtern. Die kann ich hier nicht filtern. Ich sehe hier, ich kann es zwar definieren, wann sich das löscht. Das heißt, wann diese Spalte hier in der Mitte sich löscht und wieder von vorne anfängt. Aber ich kann das nicht filtern hier. Ich kann die Limits filtern.
dass ich sofort sehe, ob irgendwo viele Limits im Markt sind, so wie hier die 470. Das ist zum Beispiel was Typisches. Ja, wir haben hier jetzt im Markt im Schnitt 100, unter Umständen vielleicht 200, ja, im Markt drinnen, und auf einmal ist ein Level hier mit 470. Ja, da muss man zumindest aufpassen, was passiert denn da? Ja, warum sind hier 74? Was passiert, wenn ich das anlaufe, das Level? Werden die sofort abgezogen? Sind die fake? Sind die echt? Und das kann ich mir in dem Fall hier eben auf der Ask-Seite mit einem Filter sofort rausstecken lassen. Ja, sage ich 350 vom Filter her, mache das oben, was weiß ich, knalleblau und stelle hier das Histogramm um. Und blau ist vielleicht nicht so die gute Wahl. Sorry, machen wir es grün. So, und jetzt sehe ich sofort, ob irgendwas überdurchschnittlich groß im Buch drinnen liegt. Ja. Was ich hier filtern kann noch, das ist unter Umständen auch wichtig, die Depth Changes. Das heißt, ich kann mir ja, das haben wir im vorigen Webinar ganz kurz angesprochen, ich kann mir Atlas ja so herrichten, dass der mir sagt und zeigt, wie die Veränderung hier abläuft. Ja. Machen wir da Ask Changes und Bit Changes. Ich schiebe das nur schnell dorthin, wo es hingehört. So. Das passt mal. Alles resetten. So. Jetzt zeigt mir Atlas auch in Echtzeit an, wo und wie viel auf den Levels dazukommt oder abgezogen wird. Das heißt, tut er seine Orders dazu, stockt er seine Positionen auf, verschiebt er seinen Stopp, verschiebt er sein Target, was auch immer. Was der Trader auf der anderen Seite macht, ich sehe das hier in Echtzeit. Ja. Ich sehe hier, dass hier 53 abgezogen wäre. Ich sehe hier, dass hier gerade aufgeladen wird auf dieser Seite, hier auch. Also ich sehe das hier live, was passiert im Buch. Ja. Kommt was dazu, geht was weg. Und das kann ich mir natürlich auch filtern. Ja. Weil jetzt sehen wir jede Veränderung, jeder einzelne von euch, der was jetzt eine Limit oben reinstellt, sehe ich mit einem Plus 1. Kommt ein 1er dazu. Wenn ich jetzt hier in dem Falle nur sehen möchte, Änderungen, die größer als 5 Kontrakte sind, die sich ändern, ja, das heißt, dann sehe ich die ganzen kleinen nicht, dann stelle ich den jetzt zumindest einmal auf 5 hier, 5, so, und habe hier schon wieder das Rauschen aus dem Markt genommen, ja. Ihr seht, jetzt werden die Spalten ruhiger, es ist nicht so viel los, dafür sehe ich aber nur Veränderungen Größe 5. Ja. Man sieht hier schön, minus 10, plus 10, hat womöglich irgendwer seine Orders nach oben verschoben. Ja. Man sieht das halt schön, was hier im Orderbuch geht, und für Leute, die im Dom handeln und relativ flink sind und Scalping betreiben, sind so Sachen halt ein Muss. Ja. Also wir sind gefragt worden, dass wir das integrieren, und haben das sofort integriert. Also das sind die Möglichkeiten zu filtern. Und die Möglichkeit in der Mitte, eben das zurückzusetzen, ist unten am X. Ja? Also jetzt habe ich das einmal quittiert quasi. Und jetzt sehe ich in Echtzeit, was wird Market am Bit oder am Ask gehandelt. Und wenn man das länger stehen lassen möchte hier in der Mitte, dann hat man hier, schlag mich nicht tot, ich glaube in den Command Settings, die Möglichkeit, die High, die Digits, Auto Center Speed. Gut, das ist hier nicht mehr drin. Dann sollte es jetzt hier drin sein. Die Bit Trades und die Ask Trades. Ja, Sie haben es hier reingepackt. Der Clear Intervall. Ja, also jetzt ist es ja so, dass ich das automatisch cleared, und ich kann das jetzt zum Beispiel, haben wir jetzt standardmäßig einmal höher. So, jetzt haben wir das so definiert, dass das sehr lange stehen bleibt, und es klärt sich erst dann wieder, wenn ich hier unten auf die X drücke. Ja, sehr viele Kollegen arbeiten halt damit, dass sie, wenn sie in den Trade eingehen oder wenn sie hinschauen, klären sie das, dass sie instant sehen, was los ist. Es bringt im Prinzip nichts, das Ding jetzt stundenlang laufen zu lassen, es wird sich immer mehr aufsummieren und es werden die Zahlen dann immer größer werden da drin. Ja. Das war jetzt das Thema Filtern im Dom und eben die Depth Changes filtern. Okay. Falls es dazu Fragen gibt.
Aktuell nicht. Es gibt aber noch eine andere Frage, und zwar interessiert sich ein Teilnehmer für den Imbalance-Indikator und ob du den kurz zeigen könntest und ja, kurz zur Einführung. Welchen Imbalance-Indikator? Ist hier nicht dazu geschrieben worden. Vielleicht kommt es noch. Ich vermute Im TPO. im TPO. Hat der Teilnehmer ergänzt. Okay. Ein Imbalance-Indikator im TPO. Initial, meint der Initial Balance? Kann der, warten wir auf den, auf die Antwort vom Teilnehmer. Er schreibt, dass es unten im TPO. Okay, das werden wir. Er sollte mir bitte eine E-Mail schreiben. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was In gemeint den ist. Einstellungen, sagt er. Aber wenn es, Gehen genau. wir schnell nochmal rein. Schauen wir nochmal rein, ob ich es denn dann finde. Unten in den Einstellungen. Filter on top. Initial Balance. Also ich habe hier nur die Initial Balance. Ich habe hier keine Da, da, Imbalance. das war gemeint. Oh, alles klar. Moment, ich richte mir kurz den Chart her. Machen wir nochmal M30. Machen wir nochmal TPO and Profile Daily. TPO. So. Machen wir sofort. Wir haben jetzt hier den Tages-TPO und wir haben unten die Initial Balance. Die Initial Balance ist im Prinzip das, was es eh aussagt. Das sind die ersten zwei Perioden standardmäßig. Das ist sowas wie eine Open Range auf Zeit. Ist es hier eben eine Open Range auf Perioden? Ja, ich mache das kurz mal rot, dann sehen wir das. So, und hier haben wir im Prinzip unsere Open Range TPO-mäßig und laut den Regeln von Steidelmeier definiert. Ja, das heißt, man definiert sich, wie viele Perioden ist das TPO Initial Balance. Ja, das ist im Prinzip das Gleiche, wenn man die Initial Balance klassischerweise sagt, von 9 bis 10 die Range, dann hat man eine High und eine Low und dann eben die Standarderweiterungen zu dieser Range. Das ist eben die Initial Balance. Ja, die wird im Prinzip definiert, wie viele Perioden vom Open weg und dann hat man eben diese Initial Balance als Range. Also das ist gar kein großes Hokuspokus dabei bei der ganzen Geschichte. Ja. Gut, dann würde ich noch weitermachen mit Filtern. Heute ist alles Filter. So. Wir haben hier noch einen Indikator zum Filtern. Zum Beispiel Unfinished Auctions. Dann kann man sich hier in alle möglichen Charts laden und so wie er jetzt definiert ist, bringt er nichts. Ja, weil eben der Indikator nicht weiß von Haus aus, auf welchen Chart oder auf welchem Instrument ist er jetzt geladen. Und auch hier hat man die Möglichkeit, für Bid und für Ask Filter zu definieren. Und am S&P 500 sind halt 20 recht wenig, machen wir mal 100. Und dann geht das Rauschen weg, ja, und man kriegt wieder einigermaßen anständige Signale. Das heißt, auch hier müssen wir dem Indikator wieder sagen, hört zu, ob 50, man kann das natürlich dann überprüfen, indem man reingeht. In dem Falle sehen wir nur das Gesamtvolumen, müssen wir auf Bid Ask gehen. Ob 50, hier haben wir 74, trag mir eine Linie ein. Na? Zum besseren Verständnis, wenn ich jetzt den auf 70 stelle, dann kommt man wieder mehr Signale rein. Ja. Und wenn ich den hochstelle,
verschwinden die Signale, weil natürlich weniger Levels eben mit diesem Kriterium da sind. Ja, das ist der ganze Clou von der ganzen Geschichte. Das heißt, überall muss man auf Filter schauen. Das fängt auch im normalen Volumenindikator an hier. Ja, ich kann ja auch hier unten mein Volumen, mein Tagesvolumen filtern. Ja, ich sage Use Filter und sagen wir die Filterfarbe. In dem Fall ist es eingestellt auf hellblau, machen wir es gelb. Und dann müssen wir eben definieren, auch hier, weil es nur 0 eingestellt. So, 1 Million ist zu viel, machen wir 500.000. Auch zu viel. 200.000. So. Und in dem Fall sehen wir hier unten, alles, was mehr wie 200.000 Kontrakte gehandelt hat in einem M30-Chart, wird hier sofort eingefärbt. Also alles dreht sich um Filter und das ist sehr wichtig. Ja. Gibt es noch Fragen diesbezüglich? Aktuell nicht, aber können die Teilnehmer hier reinschreiben. Sehr gut. Und wenn du möchtest, kannst du weitermachen oder weitere Fragen beantworten. Na gut, dann machen wir weiter im Programm. So. Dann haben wir hier noch zum Beispiel den Stacked Imbalance Indikator. Was macht er? Es gibt einen Bid-Ask Imbalance Chart. Ich mache den ganz groß auf da hier. Und dieser Bid-Ask Imbalance macht ja den Footprint Chart in Wirklichkeit und trägt ja in Rot oder in Grün ein, welche Seite gerade im Vorteil ist. Sprich, ob mehr Käufer zurzeit am Markt sind oder mehr Verkäufer am Markt sind. Diesen Chart kann man natürlich noch einstellen. Und ich zeige euch kurz, was das bringt. Das macht man in den Chart-Settings, in Cluster-Settings. Ganz unten gibt es den Bid-Ask-Imbalance-Settings. Und hier ist eingestellt die Imbalance-Rate mit 150. Das heißt, wenn die Kaufseite 150% größer ist wie die Verkaufsseite, wird es grün. Ist die Verkaufsseite mindestens 150% größer wie die Kaufseite, dann wird es rot. Und auch ein Filter, wenn ich das jetzt zum Beispiel auf 300 erhöhe, dann ist natürlich die Rate, die erfüllt sein muss, 300%. Das heißt, wenn ich 300% mehr Käufer habe wie Verkäufer, die Market ausgeführt worden sind in dem Footprint-Modus, dann wird es grün oder rot. Na? Und ich kann mir zusätzlich hier noch filtern, ich habe 300% in dem Fall größere Käufer, aber er muss mindestens das und das Volumen haben. Das kann ich hier auch noch filtern. Das heißt, noch mehr Filter. Und was der Bid-Ask-Imbalance-Indikator machen kann für euch, der kann euch eben diese Levels, damit man nicht immer auf den Footprint-Chart schauen muss, automatisch in den Markt einzeichnen. Weil diese Level, wenn sie richtig konfiguriert sind im Timeframe, können Support und Resist sein. Ja. Das heißt, auch im Indikator geben wir halt ein, die Imbalance Rate mit 300%. Ja. Und dann kann ich ihm sagen, er sollte das für 10 Kerzen zeichnen. Und wenn ich ihm hier 0 eingib, dann macht er mal das bis zum Retest von dieser Geschichte. Ja. Und man sieht hier, dass diese Levels gerne regetestet werden. Ja, man muss das halt ein bisschen feiner filtern und rausarbeiten, aber das sind eben Levels, wo eben auf diesen Preisen zu dieser Zeit eine extreme, wir sollen sagen, extreme eben Imbalance zwischen Käufern und Verkäufern war. Ja. Und dieser Indikator kann dir das eben automatisch in den Chart zeichnen. Dann braucht man nicht immer in den Footprint reinschauen. Und mitschauen, wo eben diese Imbalances sind. Und man kann hier auch noch definieren im Indikator, das ist auch ganz wichtig, wie viele Preise übereinander müssen denn diese Imbalance erfüllen, um eben gezeichnet zu werden. Ne? Sind es nur 2, sind es 3 oder möchte ich das gerne auf 4 Levels haben? Ja? Also das heißt, 4 Preise müssten schon eben diese 300%ige Abweichung haben, so wie hier, um mir das Level zu zeichnen, ja.
Das heißt, hier in den roten Bereichen waren eben 300% mehr Verkäufer als Käufer. Und die werden dann automatisch eingezeichnet. Ja. Es ist extrem wichtig. Es ist nämlich auch wichtig, um zu sehen, ich kann mehr Verkäufer haben, aber der Preis sinkt nicht. Ich kann mehr Verkäufer haben und der Preis steigt sogar. Ja, das ist dann eben diese Delta-Imbalance. Wenn ich ein negatives Delta habe, aber der Preis wird positiv, warum passiert denn das? Ich kann euch das kurz erklären, wenn es euch interessiert, weil die Frage auch hin und wieder kommt. Das heißt, ich habe ein Delta. Ich habe ein Delta pro Kerze. Das heißt, ein Delta definiert sich positiv oder negativ, ob ein Überschuss an Käufern oder Verkäufern am Markt ist. Ja. Das heißt, ich mache den Delta-Indikator rein, dass ihr das sehen könnt. Und dann werde ich euch vorführen, was eine Imbalance ist. Ja. Das kurz einmal so machen, damit man das schön sieht. Histogramm, machen wir das Bars. Könnt ihr das relativ gut sehen hier? Ich hoffe schon. So, wir haben jetzt pro Kerze eben das Delta definiert unten. Und im Normalfall ist es ja so, wenn eine Kerze nach oben geht, dann sind ja die Käufer da, positives Delta. Ja, das heißt in dem Fall ein Überschuss von 4042 Kontrakten an M30-Chart. Und wenn die Kerze negativ ist, haben wir meistens ein negatives Delta. Jetzt kann es aber passieren, dass ich mehr Käufer am Markt habe, aber der Preis fällt. Wie kann denn das sein? Und dann sind wir wieder genau hier. Ich mache den nur geschwind rein, damit wir was sehen. Und ich versuche eine Imbalance zu finden auf die Schnelle, dass ich euch das zeigen kann. Hoffentlich findet man eine Imbalance. So, wir möchten haben bullische Kerzen mit negativen, bullische Kerzen mit negativen Delta und auf der anderen Seite möchte ich haben bärische Kerzen mit einem positiven Delta. Also genau seitenverkehrt, wie es eigentlich normalerweise im Markt laufen sollte. Ja. Ich stelle die jetzt beide um auf Histogramm und vereine diese zwei Delta-Indikatoren zu einem, indem ich beide auf das gleiche Panel lege. Das heißt, ich mache das auch Panel 1. So. Jetzt habe ich beide Delta-Indikatoren mit meinen Einstellungen eben in dem Panel. Und jetzt sehe ich genau verkehrt. Jetzt sehe ich genau, ich habe hier eine negative Kerze, aber ein positives Delta. Ich habe eine positive Kerze und ein negatives Delta. Also ich habe hier, im Prinzip sehe ich hier alles, was an Imbalance am Markt stattfindet. Und natürlich kann ich auch sagen, mich interessiert es ja nicht, wenn da jetzt da 33 Kontrakte am S&P 500 mehr long waren und deswegen habe ich jetzt eine Imbalance. Interessiert für mich nicht. Ja, der Markt ist zu groß. Und dann kann ich hier auch noch einen Filter setzen und sagen, okay, das interessiert mich alles nicht. Ab 50 wird es interessant oder so. Und dann sind die draußen. Ja, habe ich wieder rausgefiltert. Interessiert mich noch immer nicht. Dann sage ich, okay, jetzt schauen wir mal alles, was 200, 200 ist super, S&P 500, 200 ist toll. Schauen wir es uns an. Gut, und jetzt sehe ich meine Imbalance-Raten, meine Filtereinstellungen eben so, dass ich eben nur extrem große Imbalances sehe. Und dann kann ich mir das eben anschauen und sehe halt positive Kerzen mit negativen Delta. Und ich wollte ja wissen, warum ist das so? Und das ist ganz einfach. Ich kann jetzt Verkäufer haben, die verkaufen, die verkaufen, die verkaufen, die verkaufen die ganze Zeit und ich werde ein negatives Delta kriegen. Aber hier im Orderbuch sitzen Menschen oder Roboter oder was auch immer, die laden hier immer wieder die Limits auf. Ja, die laden hier immer wieder Limits auf. Das heißt, es angenommen, da liegen jetzt 1000 Limits drin, es verkaufen 500 Leute, dann habe ich ein Delta von minus 500 und dann ist die ganze Party vorbei und dann werden ein paar Käufer reinkommen, die den Markt draufdrücken, weil hier nicht so viel im Buch ist. Das heißt, in diesem Falle habe ich extrem viele Menschen, die short sind oder eben Marktteilnehmer, die short sind, aber der Markt geht hoch. Und warum ist denn das wichtig? Wenn ich irgendwo ein Level finde, ja, wenn ich das beobachte und ich finde einen Level, wo extrem viel verkauft wird, aber der Markt geht dann hoch,
dann wird ergo dessen meistens was passieren. Viele dieser Teilnehmer, die irgendwo short gegangen sind und am Markt geht hoch, werden die Order glatt stellen und durch das glatt stellen werden sie die Aufwärtsbewegung noch beschleunigen. Ja. Und das sind halt alles Sachen, die man halt mit Atlas rausfinden kann. Ja. Und man muss halt schon ein bisschen Research auch machen und sich das Ganze anschauen. Aber das sind halt alles Dinge, wo man das Werkzeug in der Hand hat, dass man sich so Sachen anschaut. Und deswegen kann es eben, wie gesagt, wie in dem Beispiel hier, kann es vorkommen, dass du ein negatives Delta hast. Was heißt, du hast mehr Verkäufer, aber der Preis steigt. Ja. Gibt es hierzu Fragen? Habe ich es zu kompliziert erklärt? Aktuell gibt es dazu keine Fragen. Ansonsten haben wir noch zwei Fragen, die übrig sind. Und ja, die können wir, ich sag mal, die Zeit ist ja auch schon fortgeschritten. Vielleicht können wir die noch beantworten. Und zwar gibt es einen Open Range Indikator, wird hier gefragt. Ja, gibt es. Die Open Range heißt eigentlich Initial Balance, genauso wie die Initial Balance im TPO. Und hier kann ich auch definieren Startzeit, Endzeit, also wann sollte die Open Range starten, ne? Und ja, in dem Fall von 9 Uhr, 60 Minuten lang. Und dann habe ich eben meine Open Range. Ich mache sie hier mal zur besseren Veranschaulichung auf, was weiß ich, 120 oder 160 Minuten. 120 ist gut. Das ist zu viel. 120. So, was macht der Open Range Indikator? Oder der Initial Balance Indikator? Der schaut mir eben die definierte Zeit. Ja, macht mir hier ein Eck. Das sind eben diese definierten Zeitzonen, die wir eingestellt haben. Und macht dann eben Standardabweichungen nach oben und nach unten und die Mitte. Ja. Weil es, so viel ich weiß, Strategien gibt, die genau das handeln. Ja. Die sagen halt, wenn das Ding nach oben ausgeht, dann geht es weiter nach oben raus. Und wenn das Ding nach unten gebrochen wird, dann geht es mindestens zur zweiten Standardabweichung und so weiter und so fort. Also da gibt es Coaches und es gibt es, glaube ich, auch in Büchern, die diese Strategie beschreiben. Und um diese Strategie handeln zu können, braucht man eben diesen Indikator. Oder man macht es halt händisch. Aber wer macht heute noch alles händisch? Ja. So, dann abschließend, ob es irgendwo eine Dokumentation zu der Atlas-Plattform gibt, wo die Einstellungen alle erklärt werden. Ja, die gibt's und das ist support.atlas.net und da gibt es ein komplettes Online-Handbuch für alle Indikatoren, für alle Module. Es ist ziemlich alles schon übersetzt vom Russischen ins Englische und ins Deutsche. Da sollte alles zu finden sein, ja. Und da kann man auch zukünftige Indikatoren, die eben, ja, in Atlas hinzugefügt werden, die werden da auch eingetragen. So schnell als möglich zumindest. Ja, super. Dann kommen auch hier schon die Feedbacks rein. Ein großes Lob, Michael, für die Webinare, die zwei, die wir jetzt zusammen gemacht haben. Und ja, möchte ich mich da an der Stelle natürlich anschließen. Vielen, vielen Dank. War wirklich sehr informativ und die Aufzeichnung finden Sie natürlich auch bei uns im YouTube-Kanal und auch auf der Webseite. Und natürlich auch ein riesen Dankeschön für alle, die dabei waren. Und hier wird nochmal gefragt, ob es weitere Webinare geben wird. Ja, ich glaube, Michael, da können wir ja schon sagen, dass es zukünftig weitere Webinare zusammen geben wird. Darauf freue ich mich schon. Also Sie werden natürlich dann rechtzeitig informiert. Und ich wünsche noch eine schöne Restwoche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf, gute Trades. Und Michael, du hast sehr gerne das Schlusswort. Bis dann. Ja, ich wünsche euch auch alles Gute, gute Trades, schöne Restwoche. Und ja, also es wird demnächst weitere Webinare mit Schwerpunkten geben. Wir werden die definieren und werden euch dann, sobald wir wissen, was wir genau machen, werden wir euch informieren. Ja. Hat mich gefreut. Es sind meine ersten Webinare. Also seid nicht so streng mit mir. Ich versuche mein Bestes und wünsche euch noch alles Gute. Baba.